Ja, einen schönen guten Morgen zur Makroökonomie-Vorlesung. Gestern hatte ich es auch schon gesagt. 12 Uhr gestern ist das Jahresgutachten rausgekommen. Habe ich Ihnen hier als Link eingestellt. Können Sie sich dann hier runterladen und einmal überblicksmäßig oder den mal in die Pressemitteilung oder sowas reingucken. Ja, denn diese ganze Veranstaltung hier, die ist letztlich dafür da, dass Sie solche Texte, solche Studien nachher überblicksmäßig lesen können, verstehen können und für sich, das ist mir das Allerwichtigste, einordnen können, was dort erzählt wird. Ja, ich habe Ihnen zum Vergleich, na, wo sind wir? Da nicht, da. Auch nicht. Da sind wir wieder. Nochmal hatte ich Anfang des Semesters schon mal darauf hingewiesen, unsere Konjunkturprognose vom Handelsblatt aus dem November eingestellt. Ja, bedingt muss man sagen, die meisten anderen Wirtschaftsforschungsinstitute sind insbesondere für 2024 deutlich positiver rausgekommen, als wir damals im September. Und der Sachverständigenrat hat jetzt mit seiner Prognose, insbesondere für 2024, sich doch uns, sag ich mal, etwas vermessen angenähert, dass man dort voraussagt, man würde noch mit 0,7% wachsen. Wir sind noch sogar noch etwas pessimistischer. Wobei in 2 Wochen kommt der nächste Aufsetzpunkt, also die nächsten Zahlen seitens des Statistischen Bundesamtes, sodass wir aller Voraussicht nach im Dezember auch nochmal rauskommen. Mal gucken, was wir dann sagen. Ja, wie gesagt, das Ganze ist dafür da, auch diese Veranstaltung, eben die gesamtgesellschaftlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einordnen zu können. So, dazu passend habe ich Ihnen ja auch schon eingestellt, 2 Vorträge organisiert. Der eine ist von Herrn Dr. Jörg Rahn, der war lange Jahre zuerst in einer Privatbank im Anlagebereich, eben für die Gesamtsteuerung des Portfolios. Grob gesagt kann man sagen, je nachdem, wann er den Daumen hoch und runter genommen hat, ist man dann hergegangen und hat die Aktienquote rauf oder runter gefahren. Das haben wir beim Spekulationsmotiv Geld gemacht, weil es eben einen fundamentalen Zusammenhang zwischen festverzinslichen, in Anführungszeichen sicheren Wertpapieren gibt und eben den volatilen Aktien. Und der ist gerade umgekehrt, was die Verzinsung versus Preis bei den Aktien angeht. Danach war er in einem der großen Family Offices. Also wir haben ja ein paar Milliardärsfamilien in Europa, in Deutschland rumsitzen, die versuchen, ihr Geld sicher zu halten. Und hat dort ganz Ähnliches gemacht und jetzt will er in dem Sinne sein eigenes Ding aufbauen. Ja, Hintergrund ist, von ihm habe ich eine ganze Menge gelernt, was Konjunktur angeht. Mit ihm war ich zusammen beim Sachverständigenrat gewesen. Er ein bisschen früher als ich und er war da in dem Sinne der Konjunkturchef vom wissenschaftlichen Stab. Und ja, letztlich, worüber er reden wird, ist genau auch das. Wie ist die aktuelle Situation? Wie gesagt, der Sachverständigenrat geht jetzt auch runter mit der Prognose, sagt, naja, vielleicht geht es in die Rezession und das kann man dann natürlich auch global sich überlegen. Wie sieht es mit der Weltwirtschaft aus? Internationale Anlagen und die Frage, wird es richtig schattig oder kommen wir halbwegs durch? Und 2 Wochen später, dann nochmal konkret Herrn Christopher Zuber. Er ist aktuell
im Stab des Sachverständigenrates und, wie Sie sehen, genau mit diesen Dingen beschäftigt. Also er wird maßgeblich in der Konjunkturprognose mit beteiligt gewesen sein, Referent für Makroökonomie und Produktivität. Ich werde jetzt also auch dann immer wieder darauf hinweisen, die Vorträge. Okay. Ja, schauen Sie mal rein in das Jahresgutachten und gucken, werden dann hoffentlich sehen, dass Sie eine Menge Begriffe von dem, was wir, mit dem wir uns beschäftigt haben, dort wiederfinden. Naja, was machen die? Die gehen natürlich auch klassisch in dem Sinne durchs magische Viereck durch und sagen, wie sieht es mit dem Arbeitsmarkt aus, wie sieht es mit der Inflationsrate aus, wie sieht es mit dem Wirtschaftswachstum aus. Und dann ist natürlich noch vieles mehr, was da drin ist, insbesondere Verteilung wird dann angeguckt und mit dem Klimawandel, Energie wird sich natürlich auch auseinandergesetzt. Naja, und einen wichtigen Punkt daraus sieht man in dem Sinne schon im Titel, in die Zukunft investieren. Und das ist auch bei den Wirtschaftsforschungsinstituten, die es noch, sage ich mal, in Anführungszeichen etwas rosiger sehen als wir, mehr oder weniger Konsens für die mittelfristige Zukunft für Deutschland, dass wir ein gewisses Problem haben. Denn letztlich, wenn wir uns tatsächlich konkret die Zahlen angucken, sind wir in Deutschland das einzige Land der Eurozone, bei dem wir jetzt davon ausgehen, oder weil das Jahr 2023 ja schon fast im Kasten ist, wir haben nur noch 1,5 Monate, werden wir schrumpfen. Und da sind wir das einzige Land in der Eurozone. Alle anderen werden zumindest leicht wachsen, real gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Und ja, da kann man sich dann eben fragen, kommen wir aus diesem Talkonjunkturzyklus, den wir auch gemacht haben, kommt jetzt in dem Sinne der automatische Aufschwung. Was wir schon wissen, er kommt definitiv nicht so schnell, wie wir uns das erhofft hatten nach Corona. Und dann ist die Frage, kommt er überhaupt, dass wir wieder ordentlich rauskommen? Und das wiederum hat was mit Produktionspotenzial zu tun, das heißt, wie sind unsere Rahmenbedingungen? Und darüber schreiben die 5 Wirtschaftsweisen auch eine ganze Menge und der Titel weist eben darauf hin, in die Zukunft investieren, das heißt Infrastruktur, das heißt Digitalisierung, das heißt ganz, ganz vornehmlich in einem rohstoffarmen Land wie wir Bildung, Bildung, Bildung und nochmal Bildung. Und da sehe ich persönlich tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem, dass wir da in den letzten 20 Jahren sehr geschlurrt haben, was das anging. Ja, zurück zur Bildung. Machen wir mit der Bildung weiter. Wir haben uns mit Geld beschäftigt, haben uns dann darüber unterhalten, was ist denn Geld eigentlich heute? Geld ist heute letztlich eigentlich nur noch ein Versprechen von uns an uns selbst, dass das Ganze einen Wert hat. Wie messen wir dann Geld? Die verschiedenen Geldmengen. Quantitätstheorie haben wir noch gemacht und die sogenannte klassische Dichotomie, dass wenn wir diese Quantitätstheorie M mal V gleich P mal Y zugrunde legen und sie eventuell dann sogar so krass interpretieren, wie, da habe ich es, Milton Friedman, der das Ganze nur noch als Bilanzgleichung gesehen hat, also als Identität, erinnern Sie sich an den Pol der Vermögensveränderung, wo wir sparen gleich investieren, gesehen haben, dass es dort auch eine Identität. Und er ist so weit gegangen, hat gesagt, für mich ist es nur noch eine Identität, das muss immer so sein, weil alles, was wir irgendwo produzieren, kaufen wir ein und damit kriege ich diesen letztlich dann 1:1 Zusammenhang zwischen Geldmenge und Preisentwicklung und das führt dann eben zu der klassischen Dichotomie, dass die realen Güter letztlich entkoppeln von den nominalen Größen. Inwieweit das sinnvoll ist, das so krass zu sehen, also Geld als vollkommen neutral anzusehen, darüber werden wir uns dann in den theoretischen Modellen auseinandersetzen. So, was wir jetzt noch machen wollen, ist, wir haben hier
M0, M1, M2, M3. Bei M0, wenn wir da jetzt klassisch nur das Bargeld sehen, können wir ziemlich klar sagen, wie entsteht das Ganze. Naja, wir werfen die Druckerpresse an, aber der Rest, wie entsteht der denn eigentlich? Und damit wollen wir uns auseinandersetzen. Also Geldschöpfung, das Einfachste in dem Sinne, die Zentralbank fängt an, Geld zu drucken. Dann hätten wir hier den Banknotenumlauf. Bilanzen, denke ich, haben sie schon rauf und runter in anderen Veranstaltungen gemacht. Letztlich ist die Zentralbank auch nichts anderes als eine Bank, ist ja nun mal im Namen so drin. Tatsächlich, wenn wir in die USA sehen, dieses Land hat ja insgesamt irgendwie eine ganz andere Entwicklung genommen als in Europa, wo die Nationalstaaten deutlich älter sind. Deutschland jetzt zwar nicht, aber da haben wir eben kleine Nationalstaaten und in dem Sinne hat sich dort dann insbesondere als mehr oder weniger erste die Bank of England als staatliche Institution entwickelt. Das gab es in den USA in dem Sinne nicht, sondern da hat sich die Federal Reserve, die heutzutage mächtigste Zentralbank der Welt, quasi aus dem privaten Markt heraus entwickelt, nämlich aus einer Bankenkrise Anfang des 20. Jahrhunderts, wo sich dann die damals in den USA starken Privatbanken, immer noch die gleichen Namen, JP Morgan und Konsorten, zusammengetan haben und gesagt haben, wir retten jetzt das Finanzsystem aus uns heraus. Und deswegen hat der verfassungsmäßige Status der Federal Reserve ist tatsächlich dann immer noch der einer Privatbank mit Eingriffsmöglichkeiten des Staates, aber rein vom rechtlichen Status her ist es tatsächlich eine Privatbank. Und grundsätzlich sollte man das auch im Hinterkopf haben. Natürlich, eine Zentralbank hat noch zusätzliche Rechte, aber ansonsten funktioniert sie wie eine ganz normale Bank. Also mit aktiver und passiver. Und dann haben wir eben hier auf der rechten Seite eben unsere Banknoten als quasi Staat. Dann werden wir nachher noch machen, kommt noch etwas dazu. Rechtlich verpflichten wir Banken dazu, Reserven bei der Zentralbank zu halten, damit sie überhaupt ihr Geschäft machen dürfen. Das kann man dann in dem Sinne auch mit zur Geldbasis dazulegen und dann hat eine Zentralbank auch Eigenkapital. Das ist bei der EZB jetzt nicht allzu viel. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind es 10 oder 15 Milliarden. Dieses Eigenkapital wiederum zeichnen dann die Mitglieder, insbesondere der Eurozone, da kann man dann noch ein bisschen europäische Integrationsgeschichte machen. Es war ja mal geplant, ab in den 1950er, 60er Jahren römische Verträge, dass wir in den Pfad kommen. Wir haben dann einen Binnenmarkt, den haben wir mehr oder weniger in der Europäischen Union und wir haben eine gemeinsame Währung in der Europäischen Union. Von der gemeinsamen Währung. Das als Ziel haben wir uns dann verabschiedet, weil als wir den Euro dann einführen wollten oder eine gemeinsame Währung einführen wollten, sind ein paar Länder ausgeschert, insbesondere Großbritannien, die sind jetzt gar nicht mehr mit dabei, aber auch Dänemark zum Beispiel hat damals gesagt, sie wollen den Euro nicht haben, genauso wie Schweden. Und somit haben wir jetzt in dem Sinne zwei unterschiedliche Arten der Integration in der Europäischen Union. Das aber wiederum historisch gesehen heißt, dass auch Schweden einen Anteil an der Europäischen Zentralbank hat. Der ist zwar nur homöopathisch klein, aber tatsächlich vorhanden. Naja, und auf der anderen Seite haben wir dann die Währungsreserven, Kredite und Wertpapiere, die bei der Zentralbank liegen. Und in dem Sinne kann man dann sagen, nicht nur das Bargeld, sondern in dem Sinne die Bilanzsumme der Zentralbank ist so etwas wie die Verankerung der Staat unseres Geldes. Und dann kann man eben sagen, durch Bilanzverlängerung, durch Bilanzverkürzung kann die Zentralbank hier Geldpolitik betreiben, indem sie diese Geldbasis verändert. Und das würde dann eben vornehmlich darüber passieren, dass man an den Währungsreserven dreht. Dollar verkauft, Dollar einkauft. Dadurch verlängere und verkürze ich die Bilanz. Wir werden nachher dann noch sehen, dass man auch in den letzten 15 Jahren hier an den Reserven gedreht hat. Da hat man auch noch einiges gemacht. Okay, so, aber das ist in dem Sinne M0,
Das ist noch nicht allzu viel. Da kommen wir nicht auf unsere 16 Billionen. Und letztlich haben wir ja auch gelernt, wir kaufen über unsere Bankkarten, Girokarten, Kreditkarten. Da kommen wir dann zu M1. Das ist ungefähr die Hälfte nachher von dem Ganzen. Und letztlich entsteht das Geld dann im Finanzsystem selbst, nicht nur extern über die Zentralbanken. Und das nennt man die aktive Geldschöpfung der Geschäftsbanken. Und wie funktioniert das Ganze? Naja, teilweise werden wir irgendwo vielleicht noch sowas wie ein Sparkonto oder zumindest, weiß ich nicht, 1, 2, 3.000 Euro auf dem Girokonto oder sowas rumliegen haben. Naja, und das liegt da jetzt eben rum. Und was macht die Bank mit diesem Geld? Mit diesem Geld arbeitet sie und sie verleiht das Ganze wieder an jemand anders. Und jetzt nehmen wir eben einfach mal der Praxis halt halber an. Der eine ist bei der Sparkasse und der andere ist bei der Commerzbank, wo der Kredit hinvergeben wird. Und dann sagen Sie, jawohl, ich habe meine 3.000 Euro. Aus diesen 3.000 Euro hat die Bank einen Kredit an jemand anders vergeben. Der geht her und sagt, schreiben Sie mir bitte diese Kreditsumme auf meinem Girokonto bei der Commerzbank. Gut. Naja, und dann verhalten Sie sich so, als ob Sie 3.000 Euro haben, weil Sie sagen ja, ich sehe ja hier, bei mir sind 3.000 Euro drauf und der andere hat einen Kredit von 3.000 Euro. Warum hat er den aufgenommen? Naja, der will ja mit was kaufen. Der verhält sich auch so. Also haben wir plötzlich mehr Geld. Denn darum geht es ja. Mit diesem Geld, was machen wir damit? Damit wollen wir Waren und Dienstleistungen kaufen, eintauschen. Und diese Weitergabe, die findet dann eben immer weiter und weiter und weiter statt. Das Ganze wollen wir an einem Beispiel mal durchexerzieren, wie viel da jetzt nachher rauskommt. Und nehmen an, dass die Geschäftsbank 1 Einlagen in Höhe von 1 Million Euro hat. Da können wir uns in dem Sinne auch vorstellen, die hat makroökonomisch von der Zentralbank eine Einlage bekommen. Jetzt hatte ich schon gesagt, rechtlich ist das mittlerweile vorgeschrieben. Aber grundsätzlich sagt sich so eine Bank, wenn sie ja zumindest längerfristig sinnvoll agieren möchte, dass sie sagt, naja, wenn ich jetzt dieses Geld, was ich da habe, oder meine Sichteinlage von einem Privatkunden weiter verleihe, dann muss ich im Hinterkopf haben, dass dieser Privatkunde morgen bei mir auf der Matte steht und sagt, ich will mir jetzt ein Moped kaufen, ich brauche das Geld. Wenn ich das aber nicht mehr habe, ist das blöd für mich. Und jetzt bildet man dann eben Erwartungen und sagt, naja, wie viele dieser Leute, die bei mir Einlagen haben, werden denn eventuell morgen bei mir auf der Matte stehen? Und dann kommt man sinnvollerweise zu dem Schluss, ansonsten funktioniert das ganze System nicht. Ansonsten bräuchte ich auch keine Bank. Naja, es werden im Erwartungswert nicht alle morgen auf der Matte stehen. Ansonsten hätten sie ja nicht das Geld zu mir gebracht, wenn sie es direkt alle bräuchten. Also bildet man eine Erwartung darüber, wie viel muss ich denn in dem Sinne liquide bleiben, damit ich nicht in Probleme komme, wenn jemand morgen zu mir kommt und was abheben möchte. Deswegen nehmen wir hier mal an, ich kalkuliere als Bank mit einem Reservesatz von 10%. Das heißt, ich gebe nicht 100% des Ganzen auf, sondern nur 10%. Naja, das wird nicht immer gemacht, das sehen wir immer wieder. Irgendwie, weiß ich nicht, Sie kriegen vielleicht auch lustige E-Mails oder so etwas. Hier, super Geschäftsmodell, investieren Sie doch, brauchen nur 100 Euro mir geben und aus denen werden dann innerhalb von 3 Monaten 14.000 Euro, wenn Sie das und das machen, nehme ich dann weitere Kunden werben. Das sind die sogenannten Schneeballsysteme. Diese Schneeballsysteme, die funktionieren mit einem Reservesatz von 0%. Da gehe ich her und finde 10 dumme Leute, die mir alle 100 Euro geben. Dann habe ich 1.000 Euro. Und dann gehe ich her mit diesen 1.000 Euro und verleihe das Ganze und überlege mir, die kommen nicht alle direkt zu mir heraus.
Das Schneeballsystem weitet sich dann aus. Dann mache ich noch ein riesiges Renditeversprechen für diejenigen, die mir die erste Einlage geben, damit das sehr, sehr attraktiv ist. Und diese Rendite, die zahle ich immer nur aus dem Neugeschäft heraus. Naja, und das Ganze funktioniert so lange, bis irgendjemand sagt, der Kaiser ist ja nackt und dann bricht das zusammen. Und da können Sie mal im Internet nachgucken, Herr Madoff, zwischendurch mal einer der reichsten Menschen der Welt, Investor in New York, der hat das Ganze bis in einen dreistelligen Milliardenbetrag getrieben. In der Finanzkrise war dann Liquidität irgendwann notwendig. Dann hat man bei ihm mal in die Bücher geguckt. Eine der honorigsten, in Anführungszeichen, auch Mäzene, Personen in den USA. Und dann hat man festgestellt, das gesamte System, was er aufgebaut hat, war ein reines Schneeballsystem. Ist dann zusammengebrochen. Er ist jetzt, weiß nicht, ob er schon lebt, er ist dann krank geworden im Gefängnis, wurde, glaube ich, zu 1500 Jahren oder so etwas verurteilt. Okay, aber zurück zu dem hier. Wir haben also jetzt den Reservesatz von 10% und sagen jetzt, gehen zu Geschäftsbank 2, dort entsteht der Kredit und die neue Einlage, die Geschäftsbank 2, hat ebenfalls wieder einen Reservesatz von 10%. Und wir fragen uns dann, wenn das ganze System immer weiterläuft, wie viel Geld, weil dann ja immer weiter neue Gesichteinlagen entstehen, kriegen wir am Schluss. Das mal hier ein bisschen kleiner. Mist. Ach, das wird so gar nicht kleiner, dann muss ich das so verkleinern. So, da können Sie mir jetzt helfen. Oder Sie hatten schon eine Idee? Das ist tatsächlich, sagen wir mal, eine Kontroverse. Wie funktioniert das Ganze tatsächlich? Prinzipiell ist die Bank eigentlich dazu verpflichtet, es so zu machen, wie ich hier beschrieben habe. Es gibt allerdings tatsächlich dann, glaube ich, so vor 7, 8 Jahren, dann, glaube ich, waren Forscher aus Großbritannien, die mal hergegangen sind und gesagt haben, na, wie läuft es denn in der Praxis ab? Und das meinen sie dann, glaube ich, ne? Und da haben sie dann die These formuliert, naja, in der Praxis läuft es dann so ab, ich vergebe erst den Kredit und dann gucke ich nach, ob ich irgendwelche Sicherheiten habe. Dass es also umgekehrt ist. Und das ist tatsächlich aktuell eine relative Kontroverse. Umgekehrt ist es so, dass das rechtliche System eigentlich sagt, naja, ich muss in dem Sinne klassischerweise hier auf meine Reserven gucken. Ne? Also ich kann Ihnen in dem Sinne sagen, Sie haben in dem Sinne da bedingt recht oder eine Beobachtung, die tatsächlich auch andere teilen, aber die Rahmenbedingungen sind an sich so gesetzt, dass ich dann den Leuten eigentlich auf die Finger klopfen könnte. Ob ich es dann mache, ist eben wieder eine andere Frage. Ja, also haben Sie durchaus recht. Okay, aber wir wollen es dann mal in dieser Hinsicht machen, der klassische Geldschöpfungsprozess. Das heißt, bei der Geschäftsbank 1 starten wir jetzt mit 1 Million Euro. Wie viel Kredit vergibt sie jetzt, wenn wir 10% Reservesatz haben? Ja, 900.000. Hier machen wir Einlage. So, von dem, was ich geschrieben habe, was passiert dann bei den Einlagen von Geschäftsbank 2? Ja.
Jetzt machen Sie schon beides. Ich würde es noch langsamer machen, aber ich nehme das jetzt gleich mit. Das heißt, hier entsteht eine Einlage von 900.000 und 810.000 Kreditweitergabe. So, dann machen wir noch die Geschäftsbank 3. Wieder mit 10%, ja? Jawohl. Neun mal 81, bitte. Fast 729. So. Naja, und das läuft jetzt immer weiter. Wie viel kommt da raus an Geld? Wir lassen das jetzt theoretisch unendlich laufen. Unendlich viele Zahlen summieren wir auf. Ja? Super. Was für ein mathematischer Prozess liegt denn dahinter? Den Sie hoffentlich auch in Mathematik, Finanzierung, Bilanzierung vielleicht auch, kommen immer wieder auf diese Fächer zurück, auch schon gemacht haben. 10 Millionen ist genau richtig, kommt daraus. Wir haben unendlich viele Zahlen, unendlich viele Eurozahlen, zählen wir zusammen, es kommt trotzdem eine endliche Zahl raus. Klingt doof, ist aber so. Haben Sie hoffentlich in Klasse 9, 10 in der Schule gemacht. Hat was mit Seerosen zu tun. Ja, in der Schule werden Sie vielleicht so ein Beispiel gemacht haben. Die Seerosen wachsen so schnell, dass jeden Tag sich die Seerosen verdoppeln. Wie nennt man dieses Wachstum, wenn ich von 1, 2, 4, 8, 16, 32 und sowas weitergehe? Haben wir uns viel in der Pandemie damit dann darüber unterhalten. Da haben wir uns über Kontaktraten unterhalten, wie schnell dann sich Corona fortpflanzt. Jawohl, exponentielles Wachstum oder wenn wir es in dem Sinne in den endlichen Zahlen oder in den ganzen Zahlen betrachten, dann nennen wir das Ganze geometrisches Wachstum. Das ist ja mein ganz neuer Ablauf, den ich hier mache. Ich schreibe ich gleich mal das Ergebnis hin. Geometrisches Wachstum. Und dann haben wir 1 Million plus 900.000 plus 810.000 plus und so weiter ist offensichtlich 10 Millionen. Ja? Soll ich jetzt abbrechen oder soll ich es doch noch erklären? Nee, aber ich finde es schön, dass heute das mal so geklappt hat, dass ich in dem Sinne die Stichworte, die tatsächlich aus der Schule und aus nicht wenigen Veranstaltungen, die Sie schon gehabt haben, präsent sein sollten, wir das so haben. Ne? Naja, und warum ist das so? Klamüsern wir es mal ein bisschen auf. Diese Reihe hier, die können wir eben uns geschickt ein bisschen anders aufschreiben. Nämlich, wie kommen wir denn zu diesen Zahlen? Wir kommen zu diesen Zahlen, indem wir bei dieser 1 Million hinschreiben, 1 Million. Das ist mal 0,9, unser 1 minus der Reservesatz, hoch 0. Jede Zahl hoch 0 ist 1. Das ist definiert. Ne? Weil zuerst passiert ja bei der Bank noch nichts. Die hat ihre 1 Million Einlagen. So, die nächste Zahl. Die 900.000, wie kommt die zustande? Das ist gerade 1 Million mal 0,9 hoch 1. So haben wir es ja ausgerechnet. Reservesatz behält sie zurück. Also 0,9 mal ihre Einlagen gibt sie weiter.
Das heißt, das ist 0,9. Wie ist die 810.000 zustande gekommen? Die ist zustande gekommen durch 90% von 900.000. Die 900.000 sind aber 90% von einer Million. Also habe ich eine Million mal 0,9 hoch 2. Das sind dann 0,81. Na, und wie ist die 729 entstanden? 90% von 810. 810 sind 90% von 900 und 900 sind 90% von 1000. Also eine Million mal 0,9 hoch 3 sind 0,972. Ja, und dann habe ich hier überall eine Million stehen. Die klammere ich auf. Habe ich mich vorhin beschwert, dass mein Jung in der Klasse 8 nicht weiß, was ein Distributivgesetz ist. Das wenden wir nämlich jetzt hier an. Und dann haben wir hier 0,9 hoch 0 plus 0,9 hoch 1 plus 0,9 hoch 2 plus 0,9 hoch 3 und so weiter. Naja, und das hier ist die geometrische Reihe. Am Anfang des Tutoriums hatte ich ja diejenigen, die ins Tutorium gehen, habe ich ja ein bisschen Mathe machen lassen. Da sollte jetzt ein gewisser Aha-Effekt auftreten, dass ich da nicht nur rechnen lasse, sondern dass das hier auch in der Vorlesung wieder auftaucht. So, und vor dieser geometrischen Reihe, von der wissen wir eben, dass die, auch wenn die ins Unendliche läuft, tatsächlich konvergiert. Von der wissen wir jetzt, dass das ist 1 durch 1 minus 0,9. Und damit kriegen wir dann 1 durch 1 durch 0,1 und 1 durch 1 Zehntel ist offensichtlich 10. Und dann kriegen wir insgesamt 10 Millionen. Oder, was wir auch sagen können, wenn wir es allgemein nehmen, ich habe jetzt hier den Reservesatz angenommen, ich habe die Starteinlage angenommen. Ich kann natürlich auch grundsätzlich sagen, ich starte mit einer Geldmenge, sagen wir M0, und dann steht dort 1 minus Reservesatz hoch 0 plus 1 minus Reservesatz hoch 1 plus 1 minus Reservesatz hoch 2 und so weiter. Und das setze ich jetzt ein. Das wird also 1M0 mal 1 durch 1. Und jetzt muss ich aufpassen, Minusklammer, 1 minus R muss ich hier für einsetzen. Das ist ja gerade 1 minus der Reservesatz, also 1 minus R. 1 minus 1 ist 0 und minus minus R sind plus R. Also kriege ich 1 durch R mal M0, also ver 1 durch R sich fach unsere Geldmenge über diesen klassischen aktiven Geldschöpfungsprozess. Naja, und deswegen nennt man dann 1 durch R, also den Kehrwert des Reservesatzes, nennt man den Geldmengenmultiplikator. Die Geldmenge ver 1 durch R facht sich damit über den klassischen Geldschöpfungsprozess. Und 1 durch R bezeichnet man als Geldmengenmultiplikator.
Dann vielleicht noch am Rande, weil das habe ich die Erfahrung gemacht, dann immer irgendwie vom Himmel fällt. Ja, okay, ist eine endliche Zahl, muss ich auswendig lernen. Ich habe das tatsächlich in meinem Studium dann noch per vollständiger Induktion zeigen müssen, also dass das hier gleich dem ist, beziehungsweise diese allgemeine Formel. Das möchte ich Ihnen ersparen, aber ich bin vor ein paar Jahren über eine, glaube ich, intuitive Erklärung, warum ist das Ganze endlich, gestolpert. Und da stellen wir uns vor, wir starten mit einem Quadrat der Seitenlänge 1. Und jetzt nehmen wir nicht einen Reservesatz von 10%, sondern von 50%. Dann wäre diese 1 wäre quasi das hier vorne. Naja, was kommt dann beim Reservesatz von 50% dazu? Die Hälfte. Also kommt von diesem Quadrat das Rechteck mit der Hälfte dazu. Was kommt als zweites dazu? Die Hälfte von diesem Rechteck. Das ist dieses Quadrat hier oben. Was kommt als drittes dazu? Die Hälfte von diesem kleinen Quadrat. Also dieses kleine Rechteck. Was kommt dann dazu? Die Hälfte von diesem kleinen Rechteck. Dieses kleine Quadrat hier. Naja, und das ist jetzt kein mathematischer, rigoroser Beweis, aber es ist, glaube ich, anschaulich, dass wenn ich jetzt immer weitergehe bis ins Unendliche, ich nur dieses Quadrat hier nochmal ausfülle. Ja, und dann habe ich, wie viel habe ich zum Schluss? Das ursprüngliche Quadrat plus nochmal das mit den ganz kleinen Flickenteppichen zusammengestückelte. Also habe ich 2. Naja, und das ist nichts anderes als 1 durch 1 minus 1/2 ist 1 durch 1/2. Kehrwert davon ist 2. Ja, und dann kann ich so eine kleine Abstraktion machen. Naja, ob jetzt das 50% sind oder 70, dann kommt weniger als das ganze Quadrat dazu, oder 30, dann kommt mehr dazu, aber es bleibt endlich. Das ist, glaube ich, hoffentlich intuitiv ein bisschen motivierend dafür, dass ich da nicht irgendwo jetzt vollständige Induktion machen kann. Naja, warum reite ich darauf rum? Die geometrische Reihe, die ist ganz fundamental in der Ökonomie. Denn was haben wir hier? Wir haben hier schlicht und einfach einen Wachstumsprozess vorliegen. Und ich glaube, Sie haben eine ganze Menge irgendwie Annuitäten, Renten, Barwerte, vorschüssige Renten und sonst irgendetwas in der Wirtschaftsmathematik gemacht. Naja, das ist nichts anderes als das hier. Eventuell haben Sie dann endlich irgendwo abgebrochen. Und hier betrachten wir halt die unendliche geometrische Reihe. Wird übrigens, glaube ich, noch ein oder zweimal hier bei uns in der Veranstaltung auch auftauchen. Okay, ich hatte hier eigentlich eine Folie zum Rechnen reingestellt, aber das haben wir auf der vorherigen gemacht. Also können wir die rausschmeißen. Zack. So, hier nochmal das Ganze zusammengefasst. Also, na, jetzt habe ich hier ein klein R genommen. Das ist vorher groß R gewesen. Das wäre dann unser Geldmengenmultiplikator. Ja, dann gibt es noch so etwas, was wir als die passive Geldschöpfung bezeichnen. Nämlich, denken Sie wieder an die unterschiedlichen Definitionen. Geldmenge M1, M2, M3, das hing vornehmlich an der Fristigkeit. Naja, und da können Sie sich jetzt vorstellen, wenn Sie eine 3-4-jährige Anlage bei der Bank haben und die wird fällig, was passiert dann? Dann wird die automatisch wahrscheinlich erstmal Ihrem Girokonto gutgeschrieben. Und wenn eine 4-jährige Anlage fällig wird und plötzlich auf dem Girokonto liegt oder auf dem Tagesgeldkonto liegt, dann ist das automatisch Geld, was bei der Bank entstanden ist. Aber das ist deswegen bei der Bank entstanden, weil Sie das nicht sofort wieder von Ihrem Girokonto runtergenommen haben. Das heißt, das ist in dem Sinne keine Entscheidung der Bank. Oder Sie wandeln etwas aus dem Tagesgeld in einen Aktienfonds oder so etwas um.
Das Ganze wird dann auch bei Ihrer kontoführenden, Aktienfondsführenden, Aktiendepotführenden Bank passieren. Ist aber Ihre Entscheidung, entsteht bei der Bank und deswegen nennen wir das Ganze dann passive Geldschöpfung bei der Bank. Ah, hier wurde auch nochmal geometrische Reihe genannt. Wunderbar. Ich muss einfach mehr den Chat, das lerne ich noch. Ich hoffe es, verspreche es oder versuche das noch mehr zu lernen, dass ich es mehr sehe. Also geometrische Reihe wurde auch im Chat genannt. Hervorragend, dass wir das jetzt zweimal sogar haben. Okay. Oh, das ist noch die alte. Mist. Symmetrisch gegenüber dem Feuer. Beim magischen Viereck habe ich Ihnen die richtige Definition. So, passt das jetzt? Jetzt die Preisstufe bei einem Anstieg des harmonisierten Bauwerks gegenüber dem Vorjahr symmetrisch um 2%. Ja. Das also nochmal zur Wiederholung vom magischen Viereck, denn wir wollen uns jetzt um die Geldpolitik an sich kümmern. Was haben wir für geldpolitische Instrumente? Grundsätzlich, darüber haben wir schon immer mal an der einen oder anderen Stelle geredet, den sogenannten Leitzins. Naja, was ist der Leitzins? Wir haben hier schon gesagt, die Geschäftsbanken, damit sie ihr Geschäft tätigen dürfen in unseren Rahmenbedingungen, brauchen eine gewisse Menge an Zentralbankgeld. Das heißt, sie müssen regelmäßig ein Cash-Management machen, je nachdem, wie viel Kreditvolumen, Vergabevolumen, Geschäftstätigkeit sie haben, brauchen sie unterschiedliche Mengen an Zentralbankgeld. Und das ist so im wöchentlichen, monatlichen Rhythmus. Immer wieder wird das Zentralbankgeld neu ausgegeben und dies wiederum wird zu einem gewissen Zinssatz ausgegeben. In den vergangenen 10 Jahren war das fast immer 0% gewesen. Mittlerweile sind wir bei, glaube ich, 4,25%. Das heißt, diese Hauptrefinanzierungsgeschäfte werden zum sogenannten Leitzins ausgegeben. Dann gibt es noch bei der Konstituierung der EZB drei andere, die eigentlich als ja zumindest volumenmäßig nicht so wichtig eingeschätzt wurden oder sagen wir, das ist so ein bisschen zum Nachsteuern. Das waren längerfristige Refinanzierungsgeschäfte, Feinsteuerung, da ist es schon im Namen mit drin oder strukturelle Operationen. Tatsächlich, damit die Zentralbank nachher nicht groß ihre Statuten ändern musste, sind die ganzen Sondermaßnahmen, die wir in Finanzkrise, Eurokrise, Corona-Krise aufgesetzt haben seitens der Zentralbank unter diesen dreien nachher gelaufen. Da es die aber vorher schon gab, habe ich die jetzt doch trotzdem unter geldpolitische klassische Instrumente eingefügt. Das sind die sogenannten Offenmarktgeschäfte. In allgemein können wir uns da hier sagen, dass es so grundsätzlich diese Fokussierung auf den Leitzins. Was gibt es da noch? Dann gibt es sogenannte ständige Fazilitäten. Und das ist quasi so eine Art Sicherheitspuffer, den man eingeführt hat. Sie müssen sich vorstellen, die Geschäftsbanken machen ihr Cash-Management. Und jetzt kann es eben passieren, dass sie sich in Anführungszeichen verrechnet haben. Und sagen, oh, ich brauche doch mehr. Und dann hat man gesagt, naja, falls sich die Geschäftsbanken, weil sie jetzt rechtlich mehr Geld brauchen, als sie sich besorgt haben, sich das am privaten Finanzmarkt nicht besorgen können, dann gibt es noch die Möglichkeit, zu einem etwas höheren Zinssatz als dem Leitzinssatz sich dieses Geld bei der Zentralbank zu leihen. Das ist die sogenannte Spitzenrefinanzierungsfazilität. Naja, und in normalen Zeiten war da halt fast nichts drin, weil man sich in dem Sinne immer bei der Nachbarbank hat
im Zweifel refinanzieren können. Beziehungsweise man hat nach Möglichkeit versucht, das nicht wahrnehmen zu müssen, denn wenn ich das hätte wahrnehmen müssen, wäre dem Markt klar gewesen, okay, hier ist ein Problem, weil ich kriege das Geld nicht von der Nachbarbank. Also ist bei mir irgendwas im Busch. Ich bin nicht mehr so vertrauenswürdig. In der Finanzkrise ist das Ding dann natürlich teilweise durch die Decke gegangen. Wenn man nach Lehman Brothers, der sechstgrößten, fünftgrößten Investmentbank der Welt, die zusammengebrochen ist, sind nämlich die Geschäftsbanken plötzlich hergegangen und haben sich untereinander nichts mehr geliehen. Dann gibt es noch das Umgekehrte. In dem Sinne, ich habe mich verrechnet und ich habe zu viel. Liegt jetzt bei mir unterm Kopfkissen. Dann hat man prinzipiell die Möglichkeit gehabt oder immer noch zu einem etwas niedrigeren Zinssatz als des Leitzinssatzes ebenfalls ungefähr 0,5 Prozentpunkte ist das meistens gewesen, sich Geld bei der Zentralbank einzulegen, sodass ich zumindest noch ein bisschen was kriege. Naja, auch das unterhalb des Leitzinssatzes, also Leitzins setzt sich, machen wir später dann noch, in etwa als das Zinsniveau im Markt fort. Ich lege was zu weniger an, als ich im Allgemeinen bekomme, eher unattraktiv. Naja, in der Vergangenheit standen in dieser Einlagenfazilität dreistellige Milliardenbeträge. Und mit der Grund dafür ist dann, dass sich die Geschäftsbanken nicht mehr getraut haben, irgendwo anders was anzulegen. Haben gesagt, naja, nehme ich lieber weniger und pack's bei der EZB in den Keller. Ist jetzt wieder ein bisschen runtergegangen, zwischendurch wieder hochgegangen im Zuge Corona, Ukraine-Krise und so weiter. An sich dachte man eigentlich bei der Einführung der EZB, dass diese Instrumente nur in homöopathischer Größenordnung nachher einzusetzen wären. War eine Fehleinschätzung. Die letzten 15 Jahre wurden diese Instrumente massiv genutzt. Naja, und das letzte als klassisches Instrument, noch die Mindestreserve, darüber haben wir uns schon unterhalten. Das ist in dem Sinne der Sicherheitsschutzschirm, dass man sagt, die Geschäftsbanken müssen sich rein rechtlich in einer gewissen Art liquide halten. Ihr dürft nicht 100% fahren. Auch nochmal anekdotisch zur Finanzkrise. Dann hat man rechtlich Dinge zugelassen, so Anfang der 2000er, dass man nämlich so, haben dann auch noch lustige Namen, nämlich Special Investment Vehicle nannten die sich. Das waren Subgesellschaften der Banken, die sie schlauerweise dann vornehmlich in Irland gegründet haben, weil die Irländer die niedrigsten Unternehmenssteuern in der Eurozone verlangt haben, ungefähr die Hälfte oder noch weniger als gängigerweise in der Eurozone verlangt wurde. Und das Schlaue war, die Geschäfte, die in diesen Special Investment Vehikeln gemacht werden konnten, hatten null Eigenkapitalunterlegung, das heißt einen Reservesatz von 0%. Naja, und in diesen wurden dann diese gesamten Kreditverpackungen gehandelt weltweit. Und jetzt kann man natürlich viel auf die Banken schimpfen. Wieso habt ihr denn das gemacht? Also zum Beispiel die WestLB, vormals die drittviertgrößte Bank in Deutschland, gibt es nicht mehr. Die hat 10% ihrer Bilanzsumme in diesem Special Investment Vehicle in Irland gehabt. Im Zuge der Finanzkrise war die Kohle dann weg und dann war irgendwann die Bank auch weg, wenn 10% fehlen. Jetzt kann man natürlich viel drauf schimpfen. Wieso habt ihr denn so etwas gemacht? Es muss doch klar sein, dass das keine schlaue mittel- bis langfristige Strategie ist. Umgekehrt muss man sagen, wir haben das zugelassen rein rechtlich. Und jetzt nehmen Sie wieder unseren Geldmengenmultiplikator. Naja, auch das heißt natürlich, wenn ich diese Geschäfte machen kann, je mehr Kredit ich relativ gesehen zu meinem Startkapital ausgeben kann, desto mehr wird meine Investition gehebelt nach oben. Und was bedeutet 0%? 0% bedeutet ein Hebel von unendlich. Na, dann muss ich in meiner geometrischen Reihe teilen, 1 geteilt durch 1, Klammer auf,
Minus 1 minus 1 müsste ich durch 0 teilen, wenn ich das von einer positiven Zahl gegen 0 laufen lasse, dann sehe ich, dass der Hebel immer größer und größer und größer wird. Das heißt, wir hatten schlicht und einfach im Markt einen deutlichen Anreiz, diesen Hebel von, in Anführungszeichen, unendlich auch zu nutzen. Denn dann heißt es tatsächlich, wenn ich einen Hebel von unendlich habe, selbst eine kleine Marge von 10 Euro oder so etwas explodiert mir nach oben. Also das mal so ein bisschen zu den Rahmenbedingungen. Ja, jetzt hatte ich schon gesagt, dieser Leitzins frisst sich dann in dem Sinne in den Markt durch, weil in dem Sinne das die Verankerung ist. Das ist der Bezugspunkt der Geschäftsbanken. Und jetzt kann man sich dann fragen, ja, ich habe viele Anlagen, insbesondere habe ich in der Laufzeit unterschiedliche Anlagen. Wie kommt dieser Angleichungsprozess dann zustande? Denn der Leitzins wird tendenziell eher nur am kurzen Ende, also bei kurzen Laufzeiten, einen direkten Einfluss haben. Wir hatten ja gesagt, das sind so wöchentlich-monatliche Geschäfte. Und insbesondere kann man dann sagen, versuchen die Zentralbanken damit den Tageszinssatz zu steuern. Und jetzt kommt wieder das Opportunitätskostenargument. Naja, wenn die Zentralbank beispielsweise den Leitzins senkt und damit am kurzen Ende, bei kurzen Laufzeiten, den Marktzins senkt, dann werden zeitverzögert erstmal die Anleihen längerer Laufzeit tendenziell noch einen höheren Zinssatz haben. Was passiert dann? Dann fange ich an, hin zu den höheren Renditen umzuschichten. Das wiederum heißt, die Nachfrage nach länger laufenden Anleihen fängt an zu steigen. Die Nachfragekurve schiebt sich nach außen. Das aber wiederum heißt, diejenigen, die das anbieten, wenn die Nachfrage steigt, müssen nicht mehr so viel dafür bezahlen, wenn sie einen längerfristigen Kredit aufnehmen wollen, weil vielmehr das Ganze nachfragen. Also werden auch die längerfristigen Zinsen anfangen zu sinken. Und so wird sich dann über die Zeit in dem Sinne von der kurzen Frist in die lange Frist die Zinsniveaus anpassen. Naja, und ganz grundsätzlich nennt man dann diesen Zusammenhang, dass wir nicht immer nur einen Zinssatz finden, sondern durchaus zu gewissen Zeitpunkten unterschiedliche für kurz- und langfristige Anlagen werden sich zwar über die Zeit tendenziell angleichen, aber prinzipiell können die Zinssätze unterschiedlich sein. Das nennt man die Zinsstrukturkurve oder Englisch Yield Curve. Muss ich mal gucken, weil die Zinsstruktur wollte ich noch machen mit Ihnen. Ja, das schaffen wir noch. Verlassen wir das noch mal kurz, nehmen jetzt aber eben an, so im Allgemeinen nehmen wir an, dass die Zentralbank das Zinsniveau im Markt steuern kann. Dann überlegen wir uns, wie funktioniert dann quasi die Geldpolitik? Jetzt wollen wir ja dann irgendwann in die Realwirtschaft übergehen. Und dann können wir sagen, es geht einmal über einen direkten Effekt. Die Zinssetzung wird tendenziell zu einer Ausweitung der Kreditnachfrage führen. Warum? Kredite werden dadurch billiger. Naja, wozu brauche ich generell Kredite? Denken Sie wieder an den Wirtschaftskreislauf, den wir gemacht haben, fürs Konsumieren und insbesondere Investieren. Naja, wenn in dem Sinne zusätzliche Mittel für Konsum und Investitionen billiger werden, wird das Volumen dort anfangen zu steigen. Also hier vergleichen Sie das Ganze mit der Verwendungsseite des BIP-Konsumentenpreises.
Konsum plus Investitionen, Staatsausgaben. Ne? Und hier die beiden Komponenten, Konsum und Investitionen, machen 70, 75% des BIPs aus. Das heißt, das wird tendenziell die Produktionsauslastung anfangen lassen zu steigen. Jetzt machen wir wieder Konjunkturpolitik. Wie weit funktioniert das? Das Ganze funktioniert so lange, bis wir langsam an die Kapazitätsgrenze kommen. Ja, jetzt sind wir in dem Sinne im Boom. Und dann dreht sich das Ganze in dem Sinne um. Wir können nicht mehr produzieren. Dann werden Löhne und Preise anfangen zu steigen. Erwartete Gewinne werden sinken, wenn ich jetzt weiter pushe über niedrige Zinsen, wird das nicht mehr zu zusätzlichen Investitionen führen können. Wir sind an der Kapazitätsgrenze. Ja, und hier sind wir jetzt in dem Sinne im Übergang zur Quantitätstheorie. Jetzt sagen wir, mittel- bis langfristig schlägt die Quantitätstheorie zu und wenn ich jetzt weitermache, löst ein zusätzlicher Push der Geldmenge nur noch die Preiserhöhung aus. Das wäre der direkte Kanal. Was kann ich mir auch angucken? Indirekten Kanal. Die Zentralbank senkt den Leitzins. Jetzt hatten wir schon über Anleihen gesprochen. Das wird tendenziell die Zinsen der festverzinslichen Wertpapiere senken. Wenn das aber runtergeht, der umgekehrte Effekt am Aktienmarkt, die Börsen gehen durch die Decke. Das heißt, wir kriegen einen Anstieg der Aktienpreise. Das Ganze hatten wir Spekulationsmotiv. Das Motiv Geldnachfrage. Passiert so lange, bis sich dort die Renditen wieder angeglichen haben. Naja, was heißt das jetzt aber, wenn die Aktienpreise gestiegen sind? Aktien sind ein nicht unwichtiger Teil der Vermögenswerte in der Wirtschaft. Das heißt, diejenigen, die schon Aktien gehabt haben, deren Einkommen ist angestiegen. Und da haben wir wieder angenommen, Konsum ist insbesondere positiv vom Einkommen abhängig. Zusätzlich, wenn man es noch ein bisschen mehr erweitert, sicherlich werden auch im Allgemeinen die Investitionen positiv vom Einkommen abhängen. Also, grundsätzlich werden wir wieder eine ausgeweitete Güternachfrage jetzt indirekt über die Kapitalmärkte bekommen. Und jetzt können wir dann die Argumentation, die wir von vorher hatten, eben dran setzen. Passiert nochmal genau das Gleiche. Also in dem Sinne hier vereinfachend, wir haben einen direkten Kanal und einen indirekten Kanal. Wie das Ganze funktioniert, man kann sich dann noch ein paar mehr vorstellen, aber das könnten wir vielleicht mal in einer Vorlesung Wirtschaftspolitik oder sowas machen. Okay, jetzt hatte ich die Zinsstrukturkurve noch angesprochen. Das möchte ich mit Ihnen noch kurz heute machen. Auseinanderfallen von kurz- und langfristigen Zinsen. Warum ist das so und welche Signale kann man daraus eventuell ableiten? Dazu wollen wir uns ein Beispiel annehmen. Wir nehmen einfach mal eine kurzfristige Anlage und eine langfristige Anlage. Kurzfristige Anlage ist Zinssatz I1. Nehmen wir 2% an. Die langfristige 4%. Die Prozentzahl soll sich immer auf per annum bedeuten. Das heißt, das eine ein Jahr, das andere 2 Jahre. Zusätzlich nehmen wir an, dass beide Anlagen perfekt substituierbar sind. Perfekte Substitute, denke ich, haben Sie in Mikroökonomie gemacht. Natürlich sind das unterschiedliche Güter, eine kurzfristige und langfristige Anlage. Wir sagen uns aber in dem Sinne,
Die Fristigkeit ist uns egal, die blenden wir aus. Das ist, dass das in der Praxis nicht so sein wird, das wissen wir, aber so im Allgemeinen nehmen wir das jetzt als Annahme an. Zusätzlich gehen wir von risikoneutralen Anlegern aus. Das heißt, zwischendurch könnte ja sein, wenn ich das, mein Geld weggebe, 2 Jahre, die Bank gibt es morgen nicht mehr. Andere Risikosituation, als wenn ich es nur 1 Jahr weggebe. Wir nehmen aber jetzt auch an, dass wir das ausblenden. Wir sind vollkommen risikoneutral. Und als letztes müssen wir auch noch annehmen, vollständiger Kapitalmarkt heißt, zu jeder Zeit habe ich Zugriff auf alle möglichen Anlageformen. Also ich bin nirgendwo anlagebeschränkt, liquiditätsbeschränkt oder sonst irgendetwas. Mitunter kommen Staaten auf die Ideen und sagen, morgen kannst du nichts mehr von der Bank abheben. Ist den Leuten in Zypern zum Beispiel passiert. Dann können wir uns jetzt erstmal fragen, naja, was wird aus einem Euro, wenn ich den 2% per annum anlege? Genau, 1 Euro 2 Cent. Ich schreibe es mal so auf. 1 Euro, jawohl, 1 Euro 2 Cent steht auch im Netz. Was wird aus dem 1 Euro, wenn ich den 2 Jahre zu 4% anlege? Brauchen Sie mir nicht die Zahl sagen, sondern was man rechnet. Ja? Aber 2 Jahre? Na, hier muss ich es auch sagen, automatische Wiederanlage. Ja, was brauche ich noch? Also einmal 4%, das ist nach einem Jahr. Wir haben ja hier per annum gesagt. Und dann Zinseszinsrechnung, was habe ich zu tun? Bitte? Hoch 2, genau. So, jetzt hatten wir hier gesagt, perfekte Substituierbarkeit. Alles klar, die rechte Seite ist offensichtlich größer als die linke Seite. Aber meine Frage, sind diese Beträge jetzt vergleichbar? Müssen wir wohl sagen, naja, da würde ich jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen. Das eine lege ich 1 Jahr hin, das andere lege ich 2 Jahre hin. Jetzt kommt der vollständige Kapitalmarkt mit dazu. Ich muss das Ganze vergleichbar machen. Das heißt, ich muss Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Das heißt, ich muss von der Laufzeit her meine Anlagen vergleichbar machen. Und jetzt kann ich mir sagen, wenn ich eine Anlage 1 Jahr lang laufen lasse, dann wird die fällig nach dem 1 Jahr. Vollständiger Kapitalmarkt, kann ich mir dann sagen, diesen Betrag werde ich in einem Jahr anlegen können. Und zwar wieder für 1 Jahr. Nur, das Dumme ist, ich weiß nicht, wie hoch ist dieser Zinssatz morgen in einem Jahr. Das ist die Zukunft. Ich weiß nicht, was die Zentralbank in der Zeit alles gemacht hat. Also bilde ich Erwartungen darüber, wo der Zinssatz in der Zukunft liegt. Deswegen kann ich das anlegen zu einem wieder einjähriger Laufzeit, aber jetzt das kleine E da oben, erwarteter Zinssatz, den kenne ich nicht. Naja, und jetzt sind diese beiden Anlagen vergleichbar. Und jetzt sage ich mir, naja, wenn die eine Zahl rechts oder links größer wäre, dann würden die Leute alle entweder nach rechts oder nach links laufen und nur dort anlegen. Jetzt wieder das Beispiel von vorhin mit den kurzfristigen und langfristigen Zinsen, wo wir gesagt haben, das gleicht sich an. Naja, wenn die Leute anfangen, nach rechts oder links zu laufen, dann steigt da die Nachfrage und dann werden die Zinsen dort sinken. Weil ich dann eben meinen Kredit auch für weniger Zinsen bekommen werde, wenn die Leute dieses Geld alles langfristig anlegen wollen zum Beispiel. Ja, und dann können wir uns im vollständigen Markt, vollständiger Kapitalmarkt, risikoneutral, perfekte Substitute sagen, naja, wenn das vielleicht ganz, ganz kurzfristig unterschiedlich ist, wir auch über Digitalisierung und sonst irgendetwas sofort klicken können, Hochfrequenzhandel oder sonst irgendetwas, dann wird sich das automatisch sofort angleichen.
Und deswegen können wir sagen, im Gleichgewicht haben wir hier ein Gleichheitszeichen. Allerdings nur im Gleichgewicht mit den Annahmen wird oder werden sich die Renditen beider Anlageformen angleichen. Wichtig ist, das Ganze ist jetzt kein Gesetz, sondern das folgt aus unseren Annahmen und dann müssen wir auch noch sagen, dieser Angleichungsprozess, der muss sehr, sehr schnell gehen. In der Praxis, gerade im Finanzmarkt, können wir das als relativ gut annehmen, dass das sehr schnell geht, wenn wir uns sehen, das Ganze geht mit Lichtgeschwindigkeit per Knopfdruck. Wenn ich hier drauf drücke, dann passiert das quasi instantan auch in Singapur oder sonst irgendwo an der Börse. So. Und jetzt habe ich was ganz Tolles hier. Da strahlen die Augen von Makroökonomen, Analysten. Ich habe etwas, wo ich eine unbekannte Größe habe, nämlich den Zinssatz morgen, abhängig von heute bekannten Zinsen. Den Zinssatz, wenn ich heute zur Bank gehe und frage, wie viel gibst du mir für 2 Jahre Laufzeit? Dann kriege ich heute eine Antwort. Wie viel kriege ich für heute 1 Jahr Laufzeit, kriege ich heute eine Antwort. Das heißt, die beiden Zahlen kenne ich. Das heißt, das Ganze kann ich jetzt in dem Sinne auflösen nach dem erwarteten Zinssatz in der Zukunft. Das wollen wir noch ein bisschen vereinfachen, indem wir das hier nämlich ausmultiplizieren. Das heißt, das hier wird 1 mal 1. Erstens sehen wir, der Euro kürzt sich wieder raus. Erinnern Sie sich an die Fischer-Gleichung. Das ist sehr, sehr häufig so, dass wir das Anlagevolumen dann herauskürzen können. Dann multiplizieren wir aus. 1 plus 2% plus I1E plus 2% mal I1E ist gleich. Wie nennt sich so ein Ding? A plus B hoch 2. Wieder böse Mathematik. 2 Minuten geben Sie mir bitte noch. A ist 1, B ist 4%. Was ist A plus B hoch 2? Hat einen Namen. Das ist die erste binomische Formel. A plus B ins Quadrat ist A plus 2AB plus B Quadrat. Also ist das Ganze 1 und die 2b, also 2 mal 4%, schreibe ich jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher. Schreibe ich nämlich als 4% plus 4% plus b Quadrat 4% ins Quadrat. So, dann kann ich schon mal die 1 hier vorne rausschmeißen. Und dann sage ich mir noch, ich schmeiße die beiden raus. Für kleine Zinsen. Gleiches Argument wie bei der Approximation von der Fischer-Gleichung. Wenn das hier kleine Zinsen sind, da wieder die Größenordnung 10%, dann kann ich mir da wieder sagen, naja, 0,04 mal 0,04 ist viel, viel kleiner als 0,4 oder 0,08. Was ich hier 4 plus 4% plus 4% habe. Na, das ist erst die dritte, vierte, fünfte Nachkommastelle, die ich da habe. Das heißt, näherungsweise, solange meine Zinsen nicht zweistellig sind, kann ich das gut machen. Naja, und dann habe ich tatsächlich hier stehen, wenn ich jetzt das darüber bringe, I1E ist gleich 4% plus 4% minus 2%. Und das ist der langfristige Zins und das ist der kurzfristige Zins. Und das ist eben jetzt was ganz, ganz Tolles, weil ich jetzt sagen kann,
Die Zinsstrukturkurve, die Zinsen der verschiedenen Laufzeiten der Anlagen, die kenne ich heute. Und aus denen, aus dieser Überlegung heraus, kann ich die Markterwartungen für die Zinsen morgen ablesen. Naja, und warum habe ich das so aufgeschrieben? Hier sehen wir, wenn diese Klammer positiv ist, geht es nach oben und wenn diese Klammer negativ ist, geht es nach unten. Das heißt, in einer Situation von kurzfristigen Zinsen größer als langfristige Zinsen würde ich mit einer Zinssenkung in der Zukunft, würde ich eine Zinssenkung in der Zukunft erwarten. Ja, und das ist wirtschaftspolitisch, damit mache ich dann jetzt gleich Schluss. Was ganz Tolles, wann erwarte ich denn eine Zinssenkung? In welcher konjunkturellen Situation? Was haben wir gerade gesagt? Eine Zinssenkung macht prinzipiell zumindest kurzfristig was in einer Wirtschaft? Ankurbeln, vollkommen richtig. Naja. Wer kurbelt an durch die Zinssenkung? Die Zentralbank. Wann wird die Zentralbank ankurbeln? In der Krise. Das heißt, diese Zinsstrukturkurve ist ein klasse Krisenindikator. Wenn die ins Negative dreht, Obacht. Wenn wir uns alle Krisen der letzten 40 Jahre angucken, im Vorfeld hat die Zinsstrukturkurve immer gedreht, dass kurzfristige größer als langfristige gewesen sind. In der aktuellen Situation ist es übrigens auch so. Okay, noch ein kleiner Hinweis dazu. Größer, größer. Diese Klammer muss negativ sein, ne? Die Klammer muss negativ sein. Warte mal, habe ich Ihnen hier schon die Bilder dazu? Zeige ich Ihnen das noch schnell. Da, das ist. Ne, hier sind wir. Das ist, die gelbe ist die aktuelle Zinsstruktur, mehr oder weniger. Knappe Monat alt. Kann für nächste Woche vielleicht nochmal die ganz aktuelle raussuchen. So. Also deswegen war ich auch etwas überrascht, dass viele auch noch, weil das ist schon länger so, die letzten halbe Jahr immer noch gesagt haben, naja, es wird alles nicht so schlimm. Wo war ich? Da und da. Da haben Sie vielleicht auch schon mal geguckt. Ich habe ein paar Videos gebastelt. Ich hoffe, dass ich da auch noch ein bisschen erweitern kann. Hier haben wir die Zinsstruktur. Da habe ich Ihnen mal ein Video zur Zinsstruktur. Jetzt, ach so, das ist jetzt Werbung, die hier kommt. Das, was ich hier Das gerade in wird ja meiner gleich Hand weg halte, sein. ist mehr oder weniger ein schlechter Scherz. Finde ich Moin auch. Das zusammen, hier nicht, mein Name ist hoffentlich. Bernd Köster und ich bin Professor Und für da können VWM Sie und Quantitative. dann mal reingucken. Das ist ein Video zur Zinsstruktur. Kopiere ich ihn mal an die Stelle noch. Ups, und Link und zack. Fertig. So, lade ich ihn gleich hoch und bedanke mich für heute. Und fand es ganz toll, ich konnte geometrische Reihe umgekehrt machen, vom Ergebnis gehen. Sowohl ins Internet als auch hier im Raum. Hat mich sehr gefreut.